So, aber auf jeden Fall, bevor du denkst, dass du Pech hattest oder dass du einsam bist oder dass du niemanden hast, dann schau dich nochmal genau um und da sind Menschen in deiner Nähe, da sind Menschen in deiner Nähe. Vielleicht ist es nicht immer offensichtlich, vielleicht sind deine Eltern ja scheiße, man weiß es nicht. Aber vielleicht wollen sie auch nur das Beste für dich und haben vielleicht schon ganz andere Erfahrungen gemacht als du. Und das betrifft nicht nur die jungen Zuschauer, das betrifft übrigens natürlich die 16-Jährigen, die... Ich will da jetzt nicht alle in einen Korb schmeißen, natürlich, in eine Schublade stecken, was auch immer. Viele denken sich natürlich, na, so eine Scheiße, ich habe die Welt durchschaut, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich bin doch nicht von gestern, ich bin immerhin schon so und so viele Jahre alt. Da kennt man sich aus in der Welt. Und das ist so lächerlich. Da hat man generell noch nichts von der Welt gesehen, noch keine Erfahrung gemacht. Seid mir nicht böse, liebe Jüngeren, aber es ist einfach so. Das Leben liegt eher noch in der anderen Richtung als, ganz ehrlich, die ersten 10 Jahre gelten sowieso nicht. Die kann man vergessen und 6 Jahre gelebt zu haben, ist bei einem Lebenszyklus von 90 Jahren eigentlich eher lächerlich. So, und das Eigentliche liegt eh noch vor uns, das liegt auch noch vor mir. Das Eigentliche liegt alles noch da vorne irgendwo. Naja, jedenfalls, das Gleiche gilt übrigens dann auch für die... Naja, für die Alten, für die Abgeschobenen. Ich muss sagen... Boah, das ist so ein Thema, das deprimiert mich immer irgendwie, wenn so alte Leute, die ihr Leben gelebt haben, die teilweise den Krieg miterlebt haben, die dann irgendwie so ein verschrottetes Land wieder mit aufgebaut haben und so weiter und so fort, und die dann einfach irgendwo aufs Abstellgleis geschoben werden. Die dann irgendwo in irgendwelchen Altenheimen versauern und so weiter und so fort. Das finde ich immer so ein bisschen deprimierend, so ein bisschen traurig. Und dass so diese Isolation von alten Menschen, die dann irgendwo ganz alleine in so einem Zimmer im Altenheim sitzen, dann trifft man sich vielleicht nochmal auf ein Bingo am Tag im Gemeinschaftszimmer und ansonsten verrottet man langsam und wartet eigentlich nur noch darauf, dass es vorübergeht. Das finde ich so eine schreckliche Vorstellung. Und das Schlimme ist, obwohl ich das gerade sage und obwohl ich darüber rede, kann ich es nicht mal ansatzweise nachvollziehen, wie schlimm das sein muss. Egal, ob du jetzt eine Familie gegründet hast oder nicht, wenn du dann da einfach... Obwohl... Nee, es ist eigentlich unabhängig davon, glaube ich. Es ist, glaube ich, deprimierender, wenn man eine Familie gegründet hat, dass die dann nicht da ist oder sonst irgendwas. Aber ich glaube... Nee, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ganz ehrlich, das kannst du auch nicht. Wenn man das Leben gelebt hat, man hat Höhen und Tiefen gehabt, man hat Freunde gehabt, man hat das Leben gelebt, man hat so dies und das gesehen von der Welt. Wie gesagt, Kriege miterlebt und so weiter und so fort. Und dann sitzt du da und verrottest nur noch und wartest nur noch drauf, dass es vorbeigeht. Das ist so deprimierend. Und da muss ich mich immer wieder an die alte Frau erinnern, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einer Folge. An diese alte Frau erinnern, die sich dann das Brot nicht mal leisten konnte, der noch 50 Cent für ein Brot fehlten. Was ich so erschreckend fand eigentlich. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, und solchen Menschen, wie gesagt, solchen Menschen geht es sehr viel schlechter als, ich behaupte mal, als allen, die da so überlegt haben in die Richtung Leben vorbei, Leben Ende. Diesen Menschen geht es dann wirklich sehr viel schlechter. Und wenn man dann sein Leben einen Sinn geben möchte, wenn man das Gefühl hat, man ist eben so einsam, wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht keinen Sinn im Leben, dann gibt deinem Leben doch einen Sinn und besuch doch mal alte Menschen im Altenheim, spiel doch mal eine Runde Scrabble mit. Oder frag doch mal bei der Lebenshilfe, ob du da aushelfen darfst. Habe ich übrigens auch mal gemacht, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Muss ich mal sagen, ich war nicht lange da, ich war 2 Wochen da. Da habe ich 2 Wochen quasi Probe gemacht. Das war noch vor dem Zivildienst. Habe ich einfach mal 2 Sozialwochen gemacht, weil ich gucken wollte, wie ich mich orientiere. Habe mich dann allerdings doch für den Kindergarten entschieden. Das waren aber tatsächlich egoistische Gründe von mir, muss ich zugeben, aber die waren mir auch wichtig. Die waren mir persönlich wichtig, das über mich selbst herauszufinden, deswegen musste ich es einfach tun. Hausmeister im Kindergarten, um zu gucken, ob pipapo, aber ich will das Thema nicht wieder aufgreifen, bevor da wieder... schon wieder ein Thema. Nee, aber wenn du das Gefühl hast, dass du nicht genug Zuwendung bekommst, dann mach es doch einfach so, dass du Menschen hilfst, die das Gefühl vielleicht auch haben. Und dann hast du dir selbst eine Rolle im Leben gegeben
und hilfst noch anderen, was immer das beste Gefühl ist, finde ich. Es ist immer das schönste Gefühl, anderen helfen zu können, egal auf welche Art und Weise oder, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, oder anderen Menschen einfach mal ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Nutz doch einfach mal, dass du da bist, oder wenn du mal zu viel Zeit hast, nutz das doch einfach mal. Ich weiß ja, ich weiß ja nicht, wie viele Let's Plays du so guckst immer, das kann ich ja nicht beurteilen. Wenn es wirklich zu viele sind, dann guck doch einfach ein bisschen weniger und nutz die Zeit lieber, um Menschen zu helfen. So. Sage ich jetzt einfach mal so. Hättest du nicht gedacht, wa? Aber ganz ehrlich, ist ja auch... Goll. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Und das finde ich wichtiger, finde ich irgendwo wichtiger doch als tatsächlich als Let's Plays zu gucken. Oder generell YouTube-Videos halt. Die zwar immer lustig sind irgendwie, die einen unterhalten, aber sobald sie aus sind, sitzt man halt auch wieder da und sucht vielleicht die nächsten. Einfach nur so, um die Zeit totzuschlagen. Ich weiß es nicht genau. So, mache ich das hier richtig? Nö. Das hier ist nämlich komplett falsch, was ich hier mache. Hier nämlich, hier ist die Lava, hier ist die Wand. Das heißt, das geht nur bis hierhin. Ich könnte hier jeden zweiten lassen, obwohl, nee, wahrscheinlich nicht. Ich reiß die erstmal wieder weg und mache die nachher wieder hin. Boah, jetzt habe ich mit dem Thema aber ganz schön viel zugequatscht. Nee, aber das ist wirklich so, wenn ihr da sowas habt. Also Zeit in dem Falle. Dann nutzt sie doch einfach. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. 1, 2, 3, 4. Nee. Hä? Mit Ecke sind's 1, 2, 3, 4. Mit Ecke sind's 1, 2, 3, 4. Jawohl. Dann kommt da die Wand. So, warte, dann mach ich hier mal weg. Und dann kommt hier eh die Wand hin. Die geht dann bis hier. Ich mach mal hier schon mal so einen Pfeiler hin, damit ich später Bescheid weiß. 1, 2, 3. Reicht der erstmal? 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habe ich schon gesagt, dass ich zwei Wochen in Lebenshilfe gearbeitet habe? So. War eine sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Und das sind so liebe Menschen, das ist unfassbar einfach. Natürlich ausgestattet mit einer manchmal kindlichen Naivität, aber ganz ehrlich, das ist so erfrischend, das einfach mal zu erleben. Das war echt toll, war eine tolle Zeit. So, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, einfach mal, vielleicht auch mal sowas machen. So, jetzt aber erstmal gucken. Was wollte ich gucken? Ach, das nächste Thema suche ich jetzt mal raus. So, warte mal. Aha. Bekommst du von Fans Anfragen für Dates? Ich habe keine Fans, ich habe nur Zuschauer. Tut mir leid, lieber Maria. So. Hallo, kannst ja über Klassenteilung reden. Freundschaften gehen kaputt und so. Klassenteilung? Also jetzt im Sinne von Arm und Reich oder im Sinne von 5a und 5b und 5c? Ich hatte damals so viele Klassenkonferenzen. Ich war Durchreichware in den Klassen damals. Nein, frag nicht warum. Das macht man nicht. Ach, eigentlich kann ich die Wand ja auch direkt bauen. Wieso habe ich jetzt aufgehört da hinten? So. 1, 2, 3. Scheiße. 1, 2, 3, 4. Oh, oh. 1. Aua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ja, ich gehe mir schon selber auf den Sack. Ich höre schon auf. Okay, wie weit geht denn das eigentlich hier? Okay, verstehe. Dann mache ich hier mal den Scheiß eben weg. Dann kann ich in der Mitte auch die Gleisdurchführung so lange machen. Bis die hier aneckt. Eigentlich müsste ich noch einen weitergehen, aber ich mache es nicht. Ich bleibe einfach auf der Länge. Na gut, es kommt auf die Ringe drauf an. Hier haben wir die Mittelschiene. Dann haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich muss noch einen tiefer gehen.
Der Ring war genau am Anfang, ne? Der ist hier in die Wand eingearbeitet quasi, der erste Ring. Genau, der erste Ring ist die Wand und der letzte Ring muss auch die Wand sein, damit es optisch natürlich gleich aussieht. Das heißt, ich muss die Wand da hinten noch einvertiefen. Ja, ich muss die Wand noch einvertiefen. Ich würde es ja gern da einvertiefen, aber geht ja nicht. So, warte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was? Wieso ist es hier wieder so eng? Ach, ich habe noch gar nicht ausgegraben, aber da oben ist ja eh Glas drüber. Wir haben ja vorgesorgt. So, dann hubbel ich das hier mal gerade raus. Eine interessante Frage wäre übrigens auch, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch vielleicht schon mal solchen sozialen Institutionen gearbeitet oder vielleicht auch mit alten Menschen und so weiter und kann mal selber über seine eigenen Erfahrungen berichten. Das würde mich auch mal interessieren oder vielleicht die eigenen Erfahrungen mit anderen auch teilen in den Kommentaren, dass man sich dann quasi auch einen Eindruck davon machen kann, wie das so ist, wenn man in diesem Bereich arbeitet oder wenn man sich vielleicht auch sozial engagiert in solchen Bereichen. So. Und alle reden immer über verteilte Gelder im Sozialstaat und bla und Geld, 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 Sozialstaat, Sozialstaat, immer Geld, 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 Geld. Aber machen sich seltenst Gedanken darum, wie man selber auch zum Sozialstaat beitragen kann, außer natürlich seine bequemen Abgaben zu zahlen. Sondern wie man sich sozial engagieren kann. Ja, Gronkh, aber du hast doch... Ich hab das auch schon gemacht, Junge. Also halt die Backen stramm. Vor allen Dingen, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du da auch gar nicht mitreden. Da hast du gar keine Qualifikation, jetzt den Mund in dieser Richtung aufzumachen. Oh, das war meine Arbeitsschiene. So, der Arbeitsstrahl, den lasse ich mal. Okay, dann hüpfe ich hier mal weiter. Ich komme mir gerade vor wie Karate Kid. Ich müsste ja noch den Kranich machen auf so einem Ding. So, 1, 2, 3, 4, 5. Au. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Mist. Wir haben mich jetzt die ganze Zeit aufs... wieso? Ach, jetzt legt der Kobbelsack. Der braucht immer so ein bisschen. Deswegen denke ich mal, ich bin out of Kobbel. So, ich hüpfe jetzt hier einmal mal die ganze Zeit rum. Mach diese Wände hier fertig. Obwohl, ist das schlau, wenn ich das mache? Obwohl doch, ach komm, ich mache die erstmal fertig. Da unten mit dem Ding, mit dem Höhleneingang, weiß ich gar nicht genau, was ich machen soll. So, denn ich möchte ungern so einen Höhleneingang verschwenden, zumal wir da eventuell ja auch... Wir brauchen immer noch Diamanten, ne? Lava können wir natürlich im Nether holen, da habe ich natürlich brav in den Kommentaren gelesen. Das war natürlich eine super Idee, habe ich natürlich wieder gar nicht dran gedacht. Aber auf jeden Fall, Diamanten gibt es leider nicht im Nether. Die müssen wir uns dann traditionell in irgendeiner Höhle holen. Und wenn wir da schon mal eine Höhle haben, warum nicht nutzen? Ich habe nicht lutschen gesagt, ich habe nutzen gesagt. Warum nicht lutschen? So. So. Die Janet fragt gerade, worauf ich mich im nächsten Jahr freue. Boah, ehrlich gesagt, ich habe gar keine Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Das Erste, worauf ich mich freue, ist, weil, dass wir anfangen... des Jahres ja auf die Bahamas düsen, sozusagen. Nicht nur sozusagen, sondern wir tun es wirklich, um da Let's Play Poker zu moderieren. Habe ich, glaube ich, schon verraten. Das war der Grund. So haben sie uns geködert, Let's Play Poker zu moderieren das letzte Mal. Einfach nur durch die Bahamas, weil wir haben natürlich verlängert und machen dann da... Urlaub wird es ja eh wieder nicht. Wir machen ja eh wieder Super-Homies. Ich kenne das ja inzwischen. Da wird man immer mit Urlaub geködert. Es ist aber nie Urlaub. Nie. Es ist immer drehen, 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 am Rad drehen. So, und hier ist jetzt auf der Ebene... Habe ich das, glaube ich, hier zugemacht, ne, einfach. Und das fängt ja dann da an. So, da kann ich hier schon mal, kann ich eigentlich auch schon mal auslegen. Huch.
Die Fliesen sind ja eh Auslegeware. So, lege, 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 lege. Lege, 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 lege. Lege deine Hand nicht auf die heißen Herdplatten. Habe ich als Kind mal gemacht. War keine gute Idee. Das sah sehr ungeil aus. So eine gebratene Hand. Willst du nicht erleben. Vor allen Dingen nicht, wenn man die von der heißen Herdplatte zieht. Kennst du ja, wenn man ohne Butter ein Stück Fleisch in die Pfanne haut. Ne, ohne Margarine ein Stück Fleisch in die Pfanne haut. Und das dann versucht, mit dem Pfannenwender zu drehen oder so. Dann klebt das Stück Fleisch an der Platte fest. Also an der Pfanne. Ja, und so ähnlich kann man sich das vorstellen, wenn man Hände auf eine heiße Herdplatte tut. Ja, das war ein tränenreicher Tag. So. Jetzt lege ich ja nochmal ganz kurz nach und ich schaue gleich mal das nächste Thema. Nächstes Thema! Wir sind ja immer noch in der PIMS-Sitzung. Ich finde, PIMS hört sich irgendwie an wie PMS. Oh, was ist das denn für eine Musik? Ist das Bioshock? Hört sich an wie Bioshock. Ich liebe Bioshock. Und auch die Musik von Bioshock. Habe ich schon Bioshock erwähnt? Ich sage noch dreimal Bioshock. Bioshock, Bioshock, Bioshock. Weil Bioshock so super ist. Ihr sollt alle Bioshock gucken. Wer Bioshock nicht kennt, soll sich schämen. So. Da ist selber spielen sogar besser als ein Let's Play. Wenn man das so erlebt. Vor allen Dingen das Ende. Okay, gleich habe ich die Platten ausgelegt. So. Allerdings muss ich natürlich noch die Stützpfeiler machen. Die habe ich jetzt erstmal konsequent ignoriert. Die guten alten Omega-Stützpfeiler. Habe ich überhaupt noch... Nee, die Slabs gehen mir jetzt aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ende-Slabs. Auf jeden Fall geht es hier voran. Das ist ja unfassbar. Oh, ich brauche auch Slabs für die Dinger da. Okay, ich muss mal dringend Slabs holen. Oh, die Fackel da oben ist auch weg. Ich glaube, das wird ganz geil aussehen. Das lese ich gerade als Thema von der Katrin. Das schlimmste oder schrecklichste Weihnachtsgeschenk? Ich glaube, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das war bestimmt, als ich klein war. Da habe ich ja nur noch wenig Erinnerungen, leider. Aber ich glaube, es war mal ein Buch über Krawattenbinden. Tatsächlich ein Buch über Krawattenbinden. Es hat mir, glaube ich, nicht ein einziges Mal, leider muss ich sagen... Ich glaube, die Idee war ganz nett, aber es hat mir tatsächlich nie geholfen. So leid es mir tut. Es tut mir auch leid für den Schenken. Denn es war natürlich aus einer gewissen Ahnungslosigkeit heraus, was man da hätte kaufen sollen wahrscheinlich. Aber im Grunde genommen weiß ich nicht, man braucht ja nichts kaufen. Ich finde, zu Weihnachten muss man nicht zwingend was kaufen. Kindern ja. Die, da kann man, wenn man den Weihnachtsmann macht. Ne, der Weihnachtsmann, Entschuldigung, den Winterfestmann. Oder wie auch immer deiner heißt. Der Festmann. Mit der Spiegelung oben sieht das aus wie ein... Wie so ein Hochhaus, ne? Wie so ein Bürokomplex oder sowas. Als wäre die Textur aus Max Payne 1 geklaut. So. Da war doch alles so ein bisschen grobschlächtiger. Okay, da kann ich jetzt alles zubauen. Wenn ich da nicht runterfalle, kann ich da... Ach, scheiße, leckt mich doch am Arsch, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Mann, ey, Mann, oh Mann, wieso baue ich da nicht einfach eine Treppe hoch aus Holz, aus Erde? Ich weiß es nicht. Was war denn dein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk? Hm? Was war das Schlimmste, was dir jemals zu Weihnachten geschenkt wurde? Eine berechtigte Frage übrigens. So, huch. Alter, ich komme manchmal echt nicht klar. Wenn ich nach oben laufe, laufe ich schon wie automatisiert einfach da oben zur Werkbank, weil ich das Gefühl habe, ich muss gleich wieder was bauen, wie zum Beispiel eine neue Schaufel. Nee, habe ich noch. Spitzhacke brauche ich bald wieder. So, ich wollte hierhin ursprünglich. Ich will jetzt eigentlich nur hier drauf. Und dann mache ich die Dinger hier dicht. So, und dann haben wir gleich zu allen Seiten, da komme ich noch nicht ran. Na super, das fängt der Spitze an. Haben wir gleich zu allen Seiten diese Dinger und dann haben wir diesen riesengeilen Tunnel. Das Schlimme ist, dass man solche Dinge baut, nur um einfach kurz mit der Minenkarre durchzufahren. Ah!
Das ist eigentlich schon ein bisschen, fast immer ein bisschen Verschwendung, aber ganz ehrlich, ich finde, solche Dinger machen es dann immer aus. Na, super. Was habe ich denn heute für einen Happy Trigger Finger?